Heute darf ich das zweite Startup vorstellen und darauf freue ich mich ganz besonders, denn ich hoffe, heute gibt's was zum Naschen. Hallo Philipp. Hallo Katha. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, willkommen bei Kuchentrat. Danke. Wahnsinn, also es riecht schon so gut nach Kuchen. Wie hältst du das jeden Tag aus, wenn es hier so gut riecht? Ja, ich genieße es auch richtig arg. Jeden Tag, wenn ich hier reinkomme, dann begrüßt mich erstmal dieser Duft vom Kuchen und ich merke so, okay, es geht wieder los und ja, es wird gebacken. Ich mag es sehr. Kuchentratsch, wenn man das als erst hört, denkt man vielleicht daran, man geht zum Kuchenessen und ratscht ein bisschen, aber das stimmt ja nicht ganz. Um was geht's genau? Also bei uns geht es darum, dass Omas und Opas gemeinsam zusammenkommen und bei uns Kuchen backen. Der wird dann in München und auch deutschlandweit verkauft. Und dass sie gleichzeitig einen Ort haben, wo sie eben zusammenkommen können und was zu ihrer Rente dazu verdienen. Lass uns doch jetzt mal in die Backstube gehen, weil ich würde dann schon mal gern sehen, wie die Kuchen auch aussehen. Lass uns doch das mal anschauen. Ja, total gerne. Aber vorher gebe ich dir noch was. Monika, seit wann bist du hier dabei bei Kuchentratsch? Seit im Herbst werden es 4 Jahre, dass ich dabei bin. 4 Jahre schon, ja. Backst du hier Kuchen? Ja. Und du kommst hier bestimmt richtig gerne her, weil man hier auch mit anderen Leuten viel Kontakt hat. Man ja, kann klar. Ratschen, oder? Man hat wieder andere Leute kennengelernt, man hat den ein oder anderen Tipp bekommen, man hat soziale Kontakte geknüpft und man kann sich unterhalten, es ist einfach schön. Und was ich so toll finde, ist das Jung und Alt zusammen. So Monika, du machst heute einen Schokokuchen. Willst du mir mal zeigen, wie der geht? Geht auch manchmal was schief? Ja. Ja? Ja. Und dann isst man das halt, was schiefgelaufen ist, oder? Sonja, was backst du denn hier gerade schön? Sie sieht auch phänomenal aus, was du da machst. Das ist der leckere Käsekuchen vom Opa Günther. Und was ist da das Besondere dran? Dass er einfach lecker schmeckt. Ja, einfach lecker. Konntest du das davor dann auch schon gut backen, als du hierher gekommen bist? Oder wird man hier immer besser? Man wird hier immer besser, aber ich konnte vorher natürlich auch schon backen. Das war immer schon eine Leidenschaft von mir. Wird es dann bei der Arbeit nicht manchmal zu süß? Braucht man da mal was Salziges zwischendurch? Also letztes Mal habe ich, haben wir einen Haufen Karotten, habe ich gesagt, jetzt braucht ihr ein Glas Essiggurken. Ja. Also ich bin eine, ich brauche dann was Saures zwischendurch. Und dann und tun wir das da rein. Ja. Du bist ja die ganze Zeit schon so fleißig hier dabei mit uns und magst das so toll. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Du kannst es gar nicht erwarten. Ich höre deinen Magen schon knurren. Ich höre den schon knurren. Einmal den Kuchen in den Ofen schieben und Vorsicht, da ist auch deiner dabei, gell? Oh, ich bin ganz, ganz vorsichtig. Einfach hier rein, oder? Einfach hier rein, ja, genau. Und rein damit. Rein damit. Und? Und zu. Also der Kuchen, der schmeckt echt wie bei meiner Oma. Der schmeckt einfach perfekt, so wie so ein Schokokuchen schmecken muss. Ich schaue jetzt aber mal zum Nick von der Stadtsparkasse München. Der kann mir nämlich noch mehr über den Kuchentratsch erzählen. Aber ich glaube, da bleibt nicht viel übrig vom Kuchen. Ich glaube, ich komme mit leeren Händen zu ihm. So, ich bin jetzt noch ein bisschen vollgegessen von dem ganzen Kuchen. Bin aber hier beim Nick vom Startup Center der Stadtsparkasse München. Nick, sorry, dass ich mit leeren Händen jetzt komme, habe leider keinen Kuchen dabei. Wie ist es bei den Startups? Gründen vor allem Männer Startups oder kommen auch immer mehr Frauen? Weil Kuchentratsch ist ja von Frauen gegründet. Also es ist tatsächlich mehr Männer. Ja, das ist auch so ein bisschen Appell da draußen. Die Frauen sollen sich auch viel, viel mehr trauen, um zu gründen. Also das kann ich nur ermutigen, weil die auch genauso kreative Ideen haben und das dann auch verwirklichen können. Bei Kuchentratsch ist ja auch noch der soziale Aspekt, spielt da ein bisschen rein. Die Omas und Opas backen und liefern es aus. Kommt es auch oft vor bei Startups? Ja, also Kuchentratsch ist einer der ersten. Das nennt man dann Social Impact, ja, was du da so ein bisschen rein oder was du gerade so angesprochen hast, die sozialen Sachen auch irgendwo ja, für ein Startup zu verwirklichen. Und es kommt immer mehr. Als die Katharina dann zu dir gekommen ist, auf wen trifft sie da? Also da trifft sie nicht nur auf mich, sondern wir sind ein 8-köpfiges Team und alle möglichen Altersgruppen sind bei uns auch vertreten und auch alle Branchen. Von dem her, so wie die Startups ja auch unterschiedlich sind, ist auch das Team auch unterschiedlich und das macht es letztendlich auch aus. So, jetzt habe ich heute guten Kuchen gegessen. Was machen wir nächste Woche? Ja, da geht es mit künstlicher Intelligenz weiter und da besuchen wir Vatari.
Wenn ihr aber, liebe Zuschauer, noch ein bisschen mehr über den Kuchentratsch erfahren wollt, dann hört euch doch den Podcast an. Lenas Startups. Den Podcast gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, macht's gut. Servus.